All my sails are fixed now. Alle meine Segel sind jetzt repariert und Tom und Damian haben mir geholfen, sie wieder anzuschlagen. Und nach den Segelreparaturen habe ich beschlossen, Karl ein bisschen aufzumöbeln. Ich wollte schon immer mein Badezimmer auch weiß streichen, so wie ich vorne meine Kajüte gestrichen habe. Also habe ich mir die Schleifmaschine geschnappt und habe angefangen zu schmirgeln. Und es hat eigentlich nur einen halben Tag gedauert. Und als ich dann angefangen habe zu streichen, hat sich Tom zu mir gesellt, weil der gerade seine Arbeit beendet hatte und am Abend war alles fertig. Und jetzt sieht alles schön hell und weiß aus. Von Texan Bay aus bin ich wieder zurück nach Fronteras gefahren, weil ich nach Guatemala City musste, um Maria abzuholen, die mich besuchen kommt. Als wir zurück auf dem Boot waren, haben wir beschlossen, dass wir über den Lago Isabel segeln wollen, der flussaufwärts von Fronteras liegt, der größte See entlang des Rio Dulce. Wir haben alle Segel gehisst und leider war nicht ganz so viel Wind. Weil wir so langsam gesegelt sind, wurde es leider schon dunkel, bevor wir ankamen. Und naja, kurz bevor wir angekommen sind, wir hatten gelesen, dass es am späten Nachmittag manchmal starke Winde in dieser Gegend gibt, aufgrund der Berge, die an den See angrenzen. Ja, und dann war da auch schon eine große Front, dicke dunkle Wolken, die in den Bergen hängen, ziemlich große Gewitterfront mit super viel Regen an Steuerbord. Und es war Gott sei Dank nicht direkt über uns, aber die Blitze waren schon etwas beängstigend. Endlich haben wir den Wind, auf den wir gewartet haben. Aber leider haben wir auch diese Front. Als wir ankamen, war es stockfinster. Aber wir sind mit einem Freund gesegelt, Peter auf Drum Thunder, und der hatte Gott sei Dank Waypoints für die Einfahrt. Also sind wir ihm einfach hinterher gesegelt in die Ankerbucht im Dunkeln. Als wir am nächsten Morgen die Einfahrt sehen konnten, war die doch ganz schön eng. Wir ankern hier in einer kleinen Bucht, Ensenada del Padre, eine wunderschöne, recht entlegene Bucht. Hier ist sonst niemand außer Karl und Drum Thunder. Am nächsten Morgen haben wir dann beschlossen, einen kleinen Kajakausflug zu machen, denn hier mündet der Fluss Palochik und man kann den Fluss über einen Seitenarm flussaufwärts paddeln und dann über einen anderen Arm wieder zurückkommen zur Ankerbucht. Going backwards. Ich glaube, wir treiben rückwärts. We're going to the beasts. The howlies are going crazy. We can already see them. They're up in the trees. Scary. It was really beautiful and. Es war wunderschön und um uns herum waren lauter Brüllaffen, die so laut gebrüllt haben, dass man dachte, eine Horde Monster verstecke sich im Dschungel. Monsters hidden in the jungle. It's kind of scary.
Once we reach the point where we're gonna turn. Als wir in den Punkt angekommen sind, wo wir in den Arm einbiegen, der uns wieder zurückbringt, haben wir eine kleine Mittagspause gemacht in einem 360-Grad-Restaurant, weil die Strömung unsere Kajaks die ganze Zeit immer im Kreis gedreht hat, wie in diesen Restaurants, die sich so drehen. Der Rückweg war viel schneller als der Hinweg und wir haben uns gefragt, ob es eigentlich viele Krokodile hier gibt, da ein paar Stellen rechts und links am Ufer ziemlich danach aussehen, als ob Krokodile sich dort ziemlich wohlfühlen würden. Am nächsten Morgen haben wir den Anker gelichtet, um zurück nach Cayo Quemado zu segeln, weil wir ein kleines Schweißprojekt angehen wollten. Aber mehr dazu beim nächsten Mal. Next week.